Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier, Physiker. Die wollen den herkömmlichen Glaslinsen mit 1000-mal flacheren Bauteilen Konkurrenz machen. Und so sehen diese Bauteile aus. Wenn man ein bisschen näher rangeht, schauen sie so aus. Und da stellt sich die Frage, wie dünn Linsen eigentlich werden können und wie sie überhaupt funktionieren. Und das schauen wir uns am besten mit diesem Paper an, das vor circa 3 Monaten erschienen ist. Also unbedingt dranbleiben, kleiner Intro, geht's auch schon los. Ja, da stimme ich eindeutig zu. Big News Ende Jänner dieses Jahres. Metalinsen funktionieren erstmals über einen großen Bereich im sichtbaren Spektrum, unabhängig von dessen Polarisation. Doch was sind solche Metalinsen überhaupt? Der Kern der Idee einer Metalinse, der wurde schon vor über 200 Jahren vorgestellt, damals von diesem Herrn, den wir alle sehr gut kennen. Dem französischen Physiker Augustin Jean Fresnel. Ihm verdanken wir beispielsweise eine spezielle Klasse unerinnerlicher Integrale, diese Zonenblatt oder diese Formel für Transversion oder Reflexion elektromagnetischer Wellen. Er kümmerte sich auch um ein wichtiges Problem, das Seefahrt. Im frühen 19. Jahrhundert waren Linsen in Teleskopen und sonstigen optischen Instrumenten weit verbreitet. Doch um Licht von Leuchttürmen effizient hinaus aufs Meer zu leiten, dafür wären sehr große Linsenkonstruktionen nötig gewesen, die für damalige Zeiten einfach viel zu schwer gewesen wären. Fresnel hatte da eine pragmatische Lösung. Wenn die Linse zu schwer ist, dann nehmen wir einfach Material weg und machen sie dünner. Schauen wir uns nämlich eine Linse an, so bündelt sie Licht mittels ihrer gekrümmten Oberfläche. Der lange Weg durch die Glasschichten in der Mitte einer Linse, die ist für die Ablenkung nicht nötig. Bleibt eben nur die gekrümmte Oberflächenstruktur stehen und entfernt man alle mittleren Glasschichten, so wird die Linse viel dünner und zu einer Fresnel-Linse. Die war damals sehr weit verbreitet, diese Linsenform, in Leuchttürmen beispielsweise. Heute sind Fresnel-Linsen im transparenten Plastik jedes Flugzeugscheinwerfers immer noch zu finden. Was natürlich klar sein muss, ist, dass diese Linsenart mit hochwertigen Linsen der derzeitigen Generation nicht mithalten kann. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Oberflächenstruktur dieser Linse mit sehr vielen Kanten versehen ist und die doch eine Lichtstreuung verursacht. Da setzt das Paper, was wir diese Woche besprechen, natürlich an. Hier werden nämlich die störenden Stufen völlig entfernt, die Linse wird einheitlich flach und trotzdem wirkt die Oberfläche auf das Licht so, als wäre sie gekrümmt. Das gelingt durch eine spezielle Oberflächenstruktur sowie einem weiteren Vermächtnis Fresnels. Wir wissen es alle, Licht, das hat Wellencharakter. Hier sehen wir die Oberflächenstruktur, die aus vielen, nur wenigen 10 bis 100 Nanometer dünne Rillen und Spalten aus Titaniumdioxid besteht. Genauso wie die gekrümmte Oberfläche einer klassischen Linse Lichtwellen fokussiert, kann auch die Rillenstruktur dieses Titaniumdioxids zu einer Fokussierung der Lichtwellen führen. Das jedoch als flaches Glasplättchen. Hier sehen wir eine Publikation aus dem Jahr 2016, in der dieses Konzept für rote, blaue und grüne Lichtkomponenten einzeln gezeigt wurde. Was im Forschern damals aber noch nicht gelungen ist, ist die verschiedenen Lichtwellenanteile auf einen gemeinsamen Punkt zu fokussieren. Das wurde dann mit Publikationen in 2018 nachgeholt. Hier konnte erstmals eine gemeinsame Brennweite für Wellenlängen zwischen 470 und 670 bzw. zwischen 400 und 660 Nanometer geschaffen werden. Doch auch hier war noch nicht der letzte Schritt getan. Das gelang damals nur mit polarisiertem Licht. Das bringt mich selbstverständlich jetzt auf die Publikation 2019 zu sprechen. Hier sehen wir Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahmen der Metalinse, die Harvard-Wissenschaftler 2019 entwickelt haben. Sie ist mittels Elektronenstrahllithografie hergestellt und bündelt sichtbares Licht unabhängig von dessen Wellenlänge und Polarisation. Und wenn das jetzt noch immer nicht innovativ genug ist, der kann jetzt nochmal aufpassen. Denn schon seit 2018 können die Forscher die Metalinsen noch elektronisch ansteuern und können dementsprechend Funktionen wie Bildstabilisierung, Zoom oder Fokus direkt mittels elektrischen Feldern verändern. Damit will ich mich auch für diese Woche schon wieder verabschieden. Natürlich, durch ihre Größe haben Metalinsen einen großen Vorteil. Sie können leicht in Elektronik adaptiert werden und das Anwendungspotenzial, das regt schon in Gedankenspielen an, in welcher Technologie wir diese Metalinsen finden werden. Nichtsdestotrotz, auf Compact Physics haben wir es schon heute kennengelernt, das Konzept der Metalinse. Falls euch gefallen hat, falls die Videos euch vielleicht sogar etwas Neues beibringen, dann gebt es mir noch einfach einen Daumen hoch, schaut auf meinen Kanal vorbei. Wie immer gilt, subscriben, das tut nicht weh, die Notification Bell anklicken. Das wäre das Tüpfchen an mich. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns selbstverständlich nächsten Sonntag, nächste Woche bei einem neuen spannenden Thema hier bei Compact Physics. Und bis dahin, stay compact.